Immer guten Morgen, ihr Wonnepreneure, ja? Aber sagt einer zu mir im Coaching, ja, Holger, pass auf, ich kann dir jetzt 50 Kilo ausgeben, ja? Neue Website, neues Branding, neuer Social Media Auftritt. Da habe ich gesagt, ja, mach. Wird aber, bringt dir sowieso nichts. Ja, sagt er, wieso nicht? Aber ich sag mal, glaubst du, dass irgendjemand in Deutschland oder auf dieser Welt morgens aufwacht und deine kryptische Website sucht? Ja? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich sag, wenn du 50 Kilo hast, ja? Pass auf, here's the deal. Dann such dir mal zwei geile Mitarbeiter, zwei oder mindestens einen, je nachdem, ja? Ein bis zwei neue Mitarbeiter, die baust du auf, die trainierst du. Dafür, die sollen für dich akquirieren, ja? Die sollen für dich deine Dienstleistung, deine Lösung jeden Tag raushauen. Das ist dein Brand. Das sind deine Botschafter. So kannst du multiplizieren und so kannst du skalieren. Anstatt du 50 Kilo ausgibst für eine beschissene Webseite, die sowieso keiner sucht oder findet, oder für ein Branding, ja, oder für ein Social Media Banner, was du gar nicht benutzt, weil du gar keinen Bock hast, morgens zu posten. Ach, hör mal, und eins noch, ja. Erzähl mir doch nicht immer so eine Scheiße, dass Akquise oder Kunden anrufen, ja, dass das eine Belästigung wäre und dass Vertrieb und Verkäufer ein mieser Job oder Scheiß wären. Aber in welchem Jahrhundert lebst du denn? Es gibt keine Verkäufer, es gibt keine Akquise, es gibt nur dich und deinen Mut und deinen Fleiß und deine Leidenschaft, ja, deine Lösung mal nach draußen zu bringen, ja. Weißt du, und wenn du keine Leute anrufen willst, dann lass es doch sein. Dann mach doch Rauchzeichen, schick doch Brieftauben, ja, oder was weiß ich, werf ein paar Steine ins Wasser, ja. Ist doch scheißegal, wie du Kunden gewinnst, aber wenn du bei LinkedIn bist, wenn du dich entschieden hast, in diesem Wirtschaftssystem zu leben und zu arbeiten, dann musst du doch irgendwie Kunden gewinnen, ja. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass das mit normaler, fairer Kommunikation nicht funktioniert, ja, mach doch irgendwas anderes. Aber weißt du was? Wenn du es geschafft hast, über Nacht mit null Aufwand zum Multimillionär zu werden, dann teile das doch mal. Dann erhelle mich doch mal. Dann zeig doch mal jeder Gemeinde, wie du es machst, ja? Oder laberst den ganzen Tag nur dummes Zeug und beschwerst dich, wenn andere erfolgreicher sind als du. Meine Fresse. Ja, Akquise, Schmuddelakquise. Leute anrufen, dann leg ich sofort auf. Ja, leg doch auf.